Ja, Arschlecken, Alter. Das geht's wieder. Ach. Weißt du, das ist genau das, was ich so hasse, ey. Wenn du nicht weißt, ob es geht oder nicht. In der Hoffnung, dass uns die nächsten zwei Gegner ebenfalls so leicht fallen wie die vorherigen. Eieiei. Ja, willkommen, heiße ich euch willkommen zurück hier. Zu Yu-Gi-Oh! Lenin Rules. Gegen Dr. Faker. Haha, jetzt nehme ich aber die Faust. Ha, yes. Mal schauen, mal schauen. Wie das denn so ausgehen wird. Sternzeichen wieder mal. Die OP-Karte. Also OP, ja doch, irgendwie schon. Jedenfalls Sombrero. Okay. Von deiner Hand oder deinem Friedhof. Komm, dann nehme ich das. So. Ich kenne dein Deck überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, was der spielt. Ja, das bitte. Mit der Halb. Oh, Okay, da habe ich es verloren. Es gibt da einen Vorteil an der Sache. Er hat keine Handkarten mehr. Und die Defensive von den Dingern ist scheiße. Okay, das habe ich aber nicht getan. Die verändert sich nicht mehr. Genau. Indem er eine Karte abwirft. Die muss ich ja auch noch ins Dingensteck rein tun. Ins. Obwohl er halt Wind ist, aber abwerfen halt. You know. Also, ich kann. Glaube ich, recht viel machen. Ich kann. Wartet mal. Ich kann hier. Die verdeckte Karte stört mich einfach noch, dass wir es dann noch gesagt haben. Das Problem ist, ich komme nicht auf 2,4. Ja. Ich komme nicht auf 2,5, oder? Nein, komme ich nicht. Aber das ist nicht so tragisch. Weil ich hätte dann immer noch diese Karte. Ich zerstöre mal den. Ich hole auch Omega. Ach nein, der braucht ja 5. Nein, der braucht 4. Oh, geil. Also gut, ich kann Omega und den Tausender holen da, der 1000 Boost gibt. Also. Soviel es mir recht ist. Also du kannst. Aha. Dann kann ich den Spezial beschwören. Und durch das normale Dingens. Kann ich hier nochmal. Kann ich den noch beschwören? Und dann den noch? Nein, da muss ich den beschwören. Da kann ich noch einmal. Und dann kann ich den noch bringen und da kann ich den jetzt noch speziell beschwören. Und wenn es nicht geht, habe ich verloren. Ja, ich habe so meine Zweifel an dieser Strategie. So. Dann beschwöre ich dies hier. Genau. Nein! Ey, das ist so lächerlich, ey. Ja, Arschlecken, Alter. Das geht's wieder. Ach. Weißt du, das ist genau das, was ich so hasse, ey. Wenn du nicht weißt, ob es geht oder nicht. Dann hätte ich jetzt wenigstens einen fertig gebracht. Aber ich habe ja noch diese coole Fallenkarte. Das habe ich jetzt irgendwie voll vergessen. Alter, 4100, ey. Ja, wow, jetzt ziehe ich ihn sogar nach. Was? Toll. Alter, ich kann dem fast die Hälfte der Lebenspunkte nehmen.
Die Frage ist jetzt, ob ich die auf die Hand zurückgebe oder nicht. Ich habe den Effekt hier eh noch. Ich kann noch ein zusätzliches beschwören. Und bei deinem Tribut weniger. Verbannen und dann welche. Okay, das mit der Tributbeschwörung. Und dann, du kannst ein Sternzeichenmonster von deinem Friedhof verbannen und dann ein Sternzeichenmonster in deinen Friedhof wählen. Füge das gewählte Ziel deiner Hand hinzu und diese Karte erhält den folgenden Effekt. Also ich werde sowieso. Der hat einfach 4100, ey. Ich glaube, ich muss schon den Fünfer machen. Okay, eigentlich nicht unbedingt. Der hat 1200 Verteidigung. Ich tue einfach mal den. Ich tue noch den beschwören. Aha. Da beschwöre ich noch die. Ja, Leute, sowas nennt man Swarming, hä? Jeden Effekt muss sein, als ob man nur einmal pro Spielzug verwenden, solange sich diese Karte im Friedhof befindet. Okay, ich werde zur Not. Aber weißt du was? Ich mache einfach nur Vierer. Ich erhöhe dem Stufe. Ich erhöhe dem seine Stufe hier um 1. Das gibt dann. Es gibt halt immer noch mehr. Aber ich tue jetzt mal den Sombrero zusammen. Und den. Genau, weil das sind die Schwächsten. Und jetzt nehme ich den Omega. Machen wir das nämlich mal so. Jetzt aktiviere ich mal den Effekt. Dann mache ich das hier. Komisch. Naja, egal. Ich weiß schon. Ich weiß, was er will. Aber das ist halt so ein bisschen jetzt ein bisschen blöd, weil ich will den nicht. Ich kann ihn. Ich komme dann drüber und so, aber ne. Zack. Bäm, Alter. 4100 ins Gesicht. Also fast. Jetzt kann ich mit dem immer noch angreifen. Alter, das ist ja. Voll der Monster Damage hat es jetzt gerade gegeben. Und jetzt nehmen wir noch. Den und den. Das, falls er dann angreifen sollte, dass ich dann noch 1000 plus habe. So, jetzt die Endphase. Mmh.
Inferno Missachten der Beschwörung, die ist geil. Die ist echt geil. Nein. Hahaha, aus seinem Deck. Ja, ich nehme dann den. Das Problem ist. Zack. Zack. Falls der Gegner ein Monster kontrolliert, du keine Monster kontrollierst, kannst du. Wie geht einmal vorher? Oh, Scheiße. Ah, das ist also damit gemeint. Du kannst diese. Da hast du diese Karte, kann ich das. Okay. Oh, jetzt sagt die schon, der macht hier irgendwie so ein 4-5er oder was weiß ich, ey. Huch, jetzt habe ich gerade noch. Oh, ich glaube, ich hatte gerade noch knapp die Kurve gekriegt. Also, er stirbt eigentlich eh durch den Kampfschaden. Also, von dem her. Immer noch nicht. Tam. Okay, das war jetzt nicht mehr ganz so einfach, aber ich habe da noch ein bisschen die Kurve gekriegt. Ja. Uiui. Aber das wäre noch voll eskaliert eigentlich. So mit diesen drei Fünfern, das ist noch richtig heftig. Vetrix. Wappenungeheuer. Kenne ich auch nicht. Nehmen wir Feuerfest. Kenne ich auch nicht. Ich weiß halt auch nicht, was gut für das ist oder nicht. Vielleicht wäre jetzt der Sternzeichen besser gewesen. Juhu, ich habe schon wieder gewonnen. Mal schauen. Toll. Das fängt ja schon. Oh, wenigstens. Oh, okay. Bär. Aber ey. Kreis der Feuerkönige. Interessant. Sehr, sehr interessant. Aber was mich noch im Moment ein bisschen mehr aufregt, ist, dass ich einfach nur fast Scheiße gezogen habe. Ist jetzt nicht böse gemeint oder so, aber ich muss es eigentlich schon. Weil jetzt, wenn. Okay, nein. Ah, doch, nein. Ich lasse es so. Okay, schon mal die Karte, die wir bekommen, hat er gespielt. Basilisk. Nach der Schadensbrechung zerstöre jedes Monster deines Gegners, das mit dieser Karte kämpft. Ey, ist das lustig, du, hä? Mein Gott. Aber es verliert den Effekt, oder? Wartet mal. Ich. Nach der Schadensberechnung. Okay, ich muss es ausprobieren. Nein, ich will auf Nummer sicher gehen. Ich kann es dann nachher selbst. Ja, wow. Okay, die kann ich jetzt schon mal nicht dingens hin hier. Aktivieren. Ich habe nochmal einen Bär gezogen. Geil. Das hat jetzt seine Vor- und Nachteile. Ja, zwei Bär einfach wegzuwerfen, das wäre zu. Nee, das mache ich nicht.
Ich nehme Tanky, weil ich will noch eine andere Karte auf der Hand haben, außer Bär vielleicht. Danke. Okay, es wäre auf dem Feld passiert, hä? Ja. Und die. Okay. Also zuerst einmal Tanky. Aha. Und zwar etwas, das recht stark ist. Oder mit dem, wo ich was machen kann. Moment, Moment. In den. Von bieten Sie jetzt eine. Ich kann jetzt auch die Tanky wieder verschwinden lassen und. Ja, das ist jetzt halt ein bisschen blöd. Ich schaff's. Wobei. Zwei, das gibt dann. Doch, ich schaff's eigentlich. Ich nehme jetzt trotzdem mal die. Man weiß ja nie. Boah, das geht genau auf, ey. Heftige Scheit. Ja? Nochmal eine Tanky. Sehen die voll mit Bär, Alter. Das ist schon recht krass, also. Ja. Okay, das war's. Die Karte habe ich gesehen. Die. Sonst keine. Ach Gott, Alter, das ist. Weiß auch nicht. Oha! Glücksmelodie. Die habe ich jetzt noch nie gesehen. Auch in Real Life nicht. Vielleicht kann nicht das Ziel für Karteneffekte gewählt werden. In der offenen Karte zerstört werden würde, kannst du ja erstmal diese Karte abhängen, wenn diese Karte. Weil jetzt machst du Stufe 3 in deinem Friedhof, mische beide in Stack und falls du dies tust, lege diese Karte von deinem Friedhof in Stack. Boah, okay, heftiger Shit. Ist noch krass, ey. Jo, superdimensionaler Roboter, Galaxiezerstörer. 3 Monster Stufe 10, natürlich. Kannst du eine zerstöre alle. Danke, ich kann als Reaktion auf die Aktivität dieser Welt keine Zauber oder Fallenkarten aktivieren. Haha. Vektor. Keine Ahnung. Kenne ich nicht. Ohne Witz. Ah, da kommt ja schon der letzte Turm danach. Okay. Ja, nächstes Mal wohl gegen Vektor, hä? Das nimmt mich wohl zu Wunder. Wird wahrscheinlich ziemlich interessant werden. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Big Trader. Tschüss zusammen.